Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal Buchvorstellungen und sämtliches rund um Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Jetzt kommen wir erstmal zum Existenziellen hier. Darf man Bücher bewerten? Natürlich darf man Bücher und Kunst so viel bewerten, wie man will. Es gibt ja niemanden, der das einem verbietet. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist: Ist das der richtige Umgang mit Kunst? Am Schulsystem kritisiert man doch auch, dass in Kunst eine Person darüber entscheiden darf, ob dein Kunstwerk jetzt richtig ist oder nicht, ob es gut ist oder wie gut es ist. Ist ja eigentlich bescheuert, oder? Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich berechtigterweise einwerfen, dass wir Booktuber ja eigentlich immer dazu sagen, dass alles nur unsere Meinung ist und keiner so tut, als wäre die eigene Meinung allgemeingültig und rein objektiv. Das stimmt auch, das sagt keiner, das weiß jeder, aber reicht das? Kunst folgt keinen Regeln. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Satz, denn es gibt kein richtig oder falsch bei Kunst, weil dafür, um quasi zu sagen, ob etwas richtig oder falsch ist oder gut oder schlecht, bräuchte man ja Maßstäbe. Man müsste verschiedene Kunstwerke miteinander vergleichen, was doch total hirnrissig ist, oder? Und man müsste ein Ziel haben, was der Künstler verfolgt haben muss und überprüfen, ob dieses Ziel erreicht wurde. Aber was ist denn das Ziel von so einem Künstler? Ist das Ziel des Künstlers nicht, die Leute zu unterhalten? Und jetzt kann man Statistiken führen, wie viele Leute das unterhalten hat. Und wenn das eine bestimmte Prozentanzahl der Leser war, die das Buch nicht unterhalten hat, dann ist das ein schlechtes Buch. Naja, ich glaube nicht, dass das das Ziel des Autors ist. Vielleicht ist es ein netter Beigeschmack, wenn der Autor weiß, dass sein Buch viele Leute unterhalten hat. Aber ich glaube, in erster Linie schreibt er das Buch nicht für die Lesenden, sondern für sich selbst. Es geht ihm darum, auf seine eigenen Gefühle zu achten und diese Geschichte, die da tief in ihm drin ist, zu Papier zu bringen, in Worte zu fassen. Und dabei achtet er einzig und alleine darauf, ob es sich für ihn selbst richtig anfühlt. Nehmen wir mal an, er hat jetzt dieses Buch geschrieben und irgendjemand sagt ihm jetzt seine Meinung und sagt zum Beispiel: Pff, diese Szene hier, da in deinem Buch, die habe ich nicht richtig verstanden. Ist das jetzt ein valider Kritikpunkt? Hat der Autor tatsächlich einen Fehler gemacht, weil diese Person diese Szene nicht verstanden hat? Also mal ganz abgesehen davon, dass das jetzt erstmal nur eine Person ist und die Person sich auch einfach blöd angestellt haben kann und alle anderen verstehen das, kann der Autor trotzdem entscheiden, ob er, also was er jetzt aus dieser Info macht. Sagt er jetzt vielleicht: Okay, ja, dann formuliere ich das nochmal um, damit es vielleicht verständlicher ist. Kann sein, dass er das macht, aber es könnte genauso gut sein, dass er sagt: Hey, du hast es nicht verstanden. Genau das wollte ich erreichen. Ich wollte erreichen, dass der Leser da ein bisschen im Dunkeln tappt und ein bisschen rumrätselt, was es damit auf sich haben könnte. Und vielleicht wird das erst am Ende aufgelöst, weil das ja der große Plot-Twist sein soll oder was auch immer. Keiner weiß, was der Autor sich dabei gedacht hat und ob das vielleicht genau seine Intention war, was man da gerade eigentlich kritisiert hat. Und das ist Kunst. Niemand kann entscheiden, ob daran etwas richtig oder falsch ist. Nur der Autor selbst. Und selbst wenn 99,999% der Lesenden sagen, dass ihnen dieses oder jenes an einem Buch, an einem Kunstwerk nicht gefallen hat, kann der Autor trotzdem sagen: Hey, ist mir egal, weil ich habe mich nicht verbogen, um anderen zu gefallen, sondern ich habe genau auf das gehört, was mein Bauchgefühl mir gesagt hat. Und das ist okay und genau richtig so. Und dass jeder Autor und jede Autorin da nur auf sein eigenes Bauchgefühl hört und nicht auf die breite Masse der Mehrheit, führt halt dazu, dass auch jeder anders ist. Klar finden wir es bei Stephen King-Geschichten super, dass die Charaktere so ausgebaut sind. Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, schneiden Charaktere bei Sebastian Fitzek-Büchern da vielleicht eher schlechter ab. Aber geht es Sebastian Fitzek überhaupt um die Charaktere? King kann Charaktere. Vielleicht sogar besser als Plots. Und Fitzek? Fitzek kann vielleicht Plots besser als Charaktere. Was er davon besser kann, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er bei seinen Geschichten einfach mehr auf den Plot baut als auf die Charaktere. Und wenn dir das nicht taugt,
dann lies es nicht. Dann lies halt Sebastian, dann lies halt Stephen King Geschichten, wenn dir da das besser gefällt. Ich persönlich finde es super, dass ich beides habe, dass ich mal die genialen Stephen King Geschichten lesen kann, wo der Charakter so ausgebaut ist, dass die Geschichte schon fast im Hintergrund steht, und halt mal vollkommen in so einem kurzweiligen Plot versinken kann von Sebastian Fitzek, wo ich einfach nur ständig von diesen Plot-Twists umgehauen werde. Dazu stellt sich mir dann übrigens die Frage, sollte man sich überhaupt vom Kauf eines Buches durch die Meinung einer anderen Person abbringen lassen? Oder sollte man einfach auf sowas gar nichts geben und das Buch einfach lesen und sich eine eigene Meinung bilden? Stell dir vor, du siehst einen Film oder liest ein Buch und bist voll begeistert davon, und dann liest du danach eine Rezension oder schaust ein Video dazu, wo die Person sagt, hey, das ist voll der schlechte Film oder voll das schlechte Buch, und du bist froh, dass du diese Kritik vorher nicht gesehen hast, weil vielleicht hättest du diesen Film oder dieses Buch dann gar nicht erst gesehen, wenn du diese Kritik vorher gelesen hättest. Das wäre doch schade. Vielleicht sollte man dementsprechend dann nur Meinungen zu Büchern hören, die man schon gelesen hat. Was meint ihr dazu? Gut, vielleicht ist dir das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, auch schon längst klar. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist das Problem ja nicht, dass irgendwelche Booktuber so tun, als wäre ihre Meinung oder ihre Wahrnehmungen allgemeingültig und rein objektiv. Das sagt ja keiner. Allen ist klar, dass alles nur subjektiv davon ist. Aber ist das, worüber geredet wird, denn immer Meinung? Stell dir mal vor, ich wurde jetzt gerade von einer Frau verlassen, die immer rote Kleidung getragen hat. Und deswegen bin ich gerade am Boden zerstört und verbinde Rot immer mit was Negativem. Und jetzt sage ich zu dir, hey, ist übrigens nur meine Meinung, aber diese Vase da bei dir im Hintergrund ist ja so hässlich. Da würdest du dir auch deinen Teil denken. Und der Clou ist, vor 2 Wochen hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, hey, diese Vase da bei dir, die ist ja so wunderschön. Und das ist dann halt gar nicht meine Meinung, sondern meine aktuelle Wahrnehmung. Ich finde, Meinung und Wahrnehmung sind tatsächlich 2 unterschiedliche Punkte. Meinung ist so ein fester Standpunkt, den ich zu einem bestimmten Thema habe, und in der Regel bleibt dieser Standpunkt auch gleich. Klar, Meinung kann sich auch mal verändern, aber in der Regel bleibt diese Meinung so ungefähr zumindest. Und Wahrnehmung ist ein Gefühl, das ich jetzt im Augenblick habe und das sich im nächsten Augenblick auch schon ändern kann. Genauso wie es ja auch beim Bücherlesen der Fall ist. Und diese Gefühle sind so abhängig von so vielen äußeren Umständen wie der Lebenslage, wie es mir gerade so geht oder ob ich gerade was ganz anderes lieber lesen würde und so vielen anderen Dingen. Jeder hat doch zum Beispiel dieses eine Buch, das man früher vielleicht schlecht fand und heute einem viel besser gefällt. Oder andersrum, bei mir das beste Beispiel aus letzter Zeit ist Tod, der erste Band vom Dunklen Turm. Fand ich früher gar nicht mal so gut und jetzt habe ich es nochmal gelesen und fand es viel besser. Woran es liegt, weiß ich nicht genau. Aber es ist so. Ein anderes Beispiel, stell dir vor, du liest gerade ein 1000-Seiten-Buch und das gefällt dir gut, du findest es super. Du bist jetzt gerade auf Seite 200, sagen wir mal, und jetzt springt dich aber gerade so ein anderes Buch an, was auch super spannend klingt, und du beschließt, okay, das werde ich auf jeden Fall als nächstes lesen. Aber natürlich liest du das erste, das 1000-Seiten-Buch, erstmal noch zu Ende. Aber diese 1000 Seiten, die restlichen 800 Seiten, werden dir wahrscheinlich jetzt deutlich länger, zäher und ausführlicher erscheinen, als sie es tun würden, wenn du nicht dieses andere Buch hättest, was drängelt. Du findest diese 800 Seiten eigentlich gut, aber trotzdem würdest du wahrscheinlich am Ende sagen, es hat sich ganz schön gezogen. Und wenn du dieses andere Buch nicht hättest, was jetzt gerade drängelt, dann hättest du vielleicht gesagt, boah, dieses Pacing ist wirklich perfekt. Verstehst du, was ich meine? Wie abhängig unsere Meinung zu einem Buch von äußeren, nicht beeinflussbaren Umständen ist? Klar, oft kann man sich solcher Gefühle oder äußeren Umstände auch bewusst sein und versuchen, für sich selbst objektiver auf ein Buch zu schauen. Aber trotzdem tun wir in meinen Augen viel zu oft so, als wäre das, was wir über ein Buch denken, jetzt zwar nicht allgemeingültig und objektiv für alle, aber zumindest unsere eigene, unumstößliche Meinung. Dabei kann sich dieses Gefühl, was wir zu einem Buch haben, genauso schnell ändern wie unsere Einstellung zur Farbe Rot, wenn sich unser Leben, unsere Lebenslage plötzlich ändert.
Es muss ja nichts so Großes sein wie eine Trennung. Vielleicht ist es auch etwas ganz Kleines, was uns selbst nicht mal auffällt. Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Natürlich finde auch ich, dass man weiter Videos über Bücher machen sollte. Natürlich sollte man weiter über sie reden. Das macht Spaß und das Buch wird dadurch noch viel interessanter und lebendiger. Es hilft der Kunst des Autors, sich zu entfalten und frei zu werden. Und jetzt kommt der Punkt. Vielleicht entwachsen Geschichten dem Autor ab der Veröffentlichung. Ja, der Autor hat mit viel Liebe und viel Mühe auf sein Innerstes gehört und mit viel Aufwand dieses ganze Ding zu Papier gebracht und in Worte gefasst. Und das ist jetzt für ihn richtig so und genau so kann er es ja auch behalten. Aber ab dem Punkt, an dem er dieses Kunstwerk veröffentlicht, gibt er es frei, über ihn hinauszuwachsen. Und wodurch? Durch unsere Meinungen und Empfindungen. Ein Freund von mir hat mal in den Raum geworfen, dass Kunst ja eigentlich wie ein Gespräch ist. Der Autor von einem Buch, der wirft sozusagen mit seiner Geschichte ein Anfangsplädoyer, einen Anfangsimpuls in den Raum sozusagen. Das ist für ihn erstmal Stand jetzt genau richtig und perfekt und fertig und sagt erstmal alles. Und jetzt entscheidet er sich dafür, es in den Raum zu werfen, nicht für sich zu behalten, sondern in den Raum zu werfen, der Allgemeinheit zuzuwerfen und diese Allgemeinheit darf jetzt ihren Senf dazu abgeben, darf über alle Gefühle und Wahrnehmungen und Meinungen was sagen, was die Leute halt wollen. Und dadurch entsteht ein Gespräch und dieses Kunstwerk von dem Autor wird dadurch halt bereichert, wie es halt bei einem Gespräch der Fall ist. Wenn ich eine Meinung zu irgendwas habe und ich sage diese Meinung, dann denke ich auch erstmal, das ist jetzt meine fertige Meinung. Aber wenn es meine fertige Meinung wäre, dann müsste ich ja nicht mit Leuten drüber reden. Diese Leute können nochmal Dinge dazu beitragen, Aspekte aufwerfen, die ich noch gar nicht bedacht habe und damit meinen Anfangsimpuls nochmal bereichern. Das Einzige, worauf man meiner Meinung beim Reden über Bücher achten sollte, ist das Wort bewerten. Weil bewerten klingt für mich sehr negativ. Bewerten heißt, man gibt etwas einen Wert oder man spricht etwas einen Wert ab. Und klar, man kann einem Buch einen Wert für sich selbst geben. Was für einen Wert hat dieses Buch für mich? Und das ist dann abhängig von der aktuellen Lebenslage und all dem Scheiß, worüber ich gerade geredet habe. Aber ich finde trotzdem, und das ist jetzt vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung, dass bewerten einfach so klingt, als wäre es was Objektives. Und das ist es halt nicht. Vielleicht muss man das Wort bewerten nicht aus seinem Wortschatz streichen, aber ich finde, man sollte sich dieser Bedeutung bewusst sein. Und man sollte sich trotz allem, trotz dessen, dass wir das Recht, vielleicht sogar die Verpflichtung haben, über Kunst zu reden, bewusst sein, dass jede Kritik, die man an einem Kunstwerk äußert, den Autor oder die Autorin vielleicht einfach nur müde lächeln lassen würde, weil er oder sie das, was du da kritisierst, eigentlich genauso beabsichtigt und somit auch eigentlich gar keinen Fehler gemacht hat. Genauso wie Kunst ein Gespräch ist, soll es am besten auch mit diesem Video hier sein. Aktuell finde ich, dass das, was ich hier mir für ein Skript geschrieben habe, dass nach vielen Überlegungen, viel Zeit, viel Änderungen und auch vielen Gesprächen mit anderen Leuten so steht, ja, dass das meine Meinung ist und dass das meine fertige Meinung ist. Aber ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt keine fertige Meinung. Aktuell ist es mein Stand der Überlegungen und ich werde das jetzt veröffentlichen. Und ich stelle mich darauf ein und baue sogar drauf, dass ihr jetzt darunter kommentiert und mir Aspekte aufzeigt, die ich vielleicht noch nicht beachtet habe, auf die ich vielleicht nie gekommen wäre oder erst viel später oder mir vielleicht sogar in Dingen widerspricht, in denen ich vielleicht sogar falsch liege, wo ich dann hinterher meine Meinung ändere. Kann ja sein. Sagt es mir. Das ist das Ding. Kunst ist nie fertig. Das habe ich bei meinen Geschichten ganz oft, dass ich denke, ich will die erst veröffentlichen, wenn sie fertig ist. Aber ist es nie.
Selbst wenn ich sage, jetzt ist die Geschichte fertig und ich veröffentliche sie, lade sie auf Spotify als Hörbuch hoch, kann es trotzdem sein, dass ich 2 Jahre später denke, oh Mann, da hätte ich doch das noch machen können oder dies und das oder Ananas. Und so ist es halt hier bei diesem Video jetzt auch. Zum Schluss kann ich einfach nur sagen, lasst uns weiter über Kunst, über Bücher reden. Lasst uns über sie reden. Lasst uns nicht uns aufspielen oder uns groß fühlen in irgendwelchen Bewertungen und so. Lasst uns einfach darüber reden, was wir für die Bücher empfinden, was wir gefühlt haben, was wir zu diesem und jenem Thema vielleicht in dem Buch für eine Meinung haben. Lasst uns einfach darüber reden. Denn das ist, was wir tun dürfen und tun sollten und vielleicht sogar tun müssen, um dafür zu sorgen, dass Kunst so richtig in vollem Glanz erstrahlen kann.